ziemliches Feuergefecht werden. Ich halte die Stellung, bis sie bereit zum Abzug sind. Sagen Sie Bescheid. Ziehe mich zurück, Commander. Wir kriegen Ärger. Ich sehe den Eingang. Wir müssen dorthin. Rasch. Zu viele. Schilder haben nicht gehalten. Dachte mir schon, dass es irgendwie so endet. Wir sind fast da, Shepard. Wir müssen weitermachen, egal wen wir verloren haben. Joker, sind Sie am Treffpunkt? Ich bin da, Commander. Chakwas ist gerade mit dem Rest der Crew eingetroffen. Mordens Gruppe ist gerade angekommen, Shepard. Keine Verluste. Ausgezeichnet. Jetzt geht's um alles. Edie, wie sieht unser nächster Schritt aus? In der Nähe müsste es einige Plattformen geben, über die Sie zur Hauptkontrollkonsole gelangen. Von dort aus können Sie das System überlasten und die Basis zerstören. Commander, Sie haben ein Problem. Vor der Tür sammelt sich eine gewaltige Anzahl Feinde. Wird nicht lang dauern, bis die zu Ihnen durchbrechen. Wir müssen fertig sein, bevor Sie durchkommen. Wählen Sie ein Team aus, das mit Ihnen geht. Und lassen Sie die anderen zur Verteidigung der Stellung hier. Das müsste Ihnen etwas Zeit verschaffen. Ich bin bereit, Commander. Ich bin's auch. Möchte jemand noch was sagen, bevor wir loslegen? Wir haben gute Leute verloren. Sie haben alles gegeben, um uns an diesen Punkt zu bringen. Jetzt liegt es an uns, ihnen gerecht zu werden und etwas Bedeutsames zu vollbringen. Die Kollektoren, die Reaper, die bedrohen nicht nur uns, die bedrohen alles.
und jeden. Für dieses Leben kämpfen wir. Es geht um das große Ganze. Es war eine lange Reise, von der jeder Narben davontragen wird. Aber das alles hat uns genau an diesen Punkt geführt. In den nächsten Minuten werden wir alles gewinnen oder alles verlieren. Machen Sie mich stolz. Machen Sie sich selbst stolz. Gut gesprochen. Bringen wir es zu Ende. Alle Schläuche führen hierher. Edi, was können Sie uns sagen? Was machen die hier? Die Schläuche führen in eine Art Superstruktur, die sowohl organische als auch anorganische Energiesignaturen abstrahlt. Den Werten nach zu urteilen, muss sie gewaltig sein. Shepard, falls meine Berechnungen korrekt sind, ist die Superstruktur ein Reaper. Nicht nur irgendein Reaper. Ein Menschen-Reaper. Das Ding ist abscheulich. Edi, wie können wir es zerstören? Die großen Schläuche, die die Flüssigkeit injizieren, sind strukturell ein schwaches Glied. Durch ihre Zerstörung bricht die Stützkonstruktion zusammen und damit auch der Reaper. Geben Sie uns eine Minute, Edi. Wir müssen uns erst noch um ein paar alte Freunde kümmern. Feinde im Anmarsch! Ja.
Statusbericht! Rentier, halten die Stellung, aber es kommen ständig neue Gegner. Ein baldiger Abzug wäre wünschenswert. Gehen Sie zur Normandy. Joker, lassen Sie die Triebwerke warm laufen. Ich werde den Laden in die Luft sprengen. Wird gemacht, Commander. Commander, da kommt gerade ein Signal vom Unbekannten rein. Eddie stellt durch. Shepard, Sie haben das Unmögliche geschafft. Ich war Teil eines Teams. Einige davon haben für die Mission ihr Leben gegeben. Ich weiß. Wir werden ihr Opfer nicht vergessen. Sie haben getan, was sie tun mussten. Und sie haben die Basis der Kollektoren eingenommen. Ich habe die Pläne vor mir, die Edi hochgeladen hat. Ein gezielter Strahlungsimpuls würde die restlichen Kollektoren töten, aber Maschinen und Technologie intakt lassen. Das ist unsere Chance, Shepard. Sie haben einen Reaper gebaut. Dieses Wissen, diese Grundstruktur könnte uns retten. Sie haben Menschen verflüssigt und in etwas Schreckliches verwandelt. Wir müssen die Basis zerstören. Seien Sie nicht so kurzsichtig. Unsere beste Chance gegen die Reaper liegt darin, ihre eigenen Ressourcen gegen sie einzusetzen. Ich bin nicht sicher. Wenn man es so direkt sieht, kommt es mir wie Verrat vor, irgendwas aus dieser Basis zu benutzen. Es wäre Verrat, wenn wir diese Möglichkeit nicht nutzen würden. Sie haben direkt mit den Kollektoren zusammengearbeitet. Wer weiß, welche Informationen dort zu finden wären. Die Basis ist ein Geschenk. Wir können sie nicht einfach zerstören. Welche Technologie wir dort auch immer finden, es wäre die Sache nicht wert. Shepard, Sie sind im Kampf für Ihre Überzeugungen gestorben. Ich habe Sie zurückgebracht, damit sie weiterkämpfen können. Manche würden behaupten, dass wir bei ihnen zu weit gegangen sind. Aber sehen Sie doch nur, was sie erreicht haben. Ich habe sie nicht aufgegeben, weil ich ihren Wert kannte. Und jetzt sollten Sie diese Anlage nicht einfach aufgeben. Denken Sie doch an das Potenzial.
Wir werden kämpfen und auch ohne Basis gewinnen. Angst wird nicht bestimmen, wer ich bin. Miranda, lassen Sie nicht zu, dass Shepard die Basis zerstört. Oder was? Ersetzen Sie mich als Nächste? Das war ein Befehl, Miranda. Zur Kenntnis genommen. Betrachten Sie das als meine Kündigung. Denken Sie daran, was auf dem Spiel steht. An alles, was Cerberus für Sie getan hat. Sie... Weg hier. In 10 Minuten jagt die Überlastung des Reaktors die ganze Station in die Luft. Ich bin hier, Joker. Hat es das Bodenteam geschafft? Alle Überlebenden an Bord. Wir warten nur noch auf Sie. Mensch, Sie haben nichts verändert. Ihre Spezies hat jetzt die Aufmerksamkeit von Wesen, die Ihnen weit überlegen sind. Diejenigen, die Sie als Reaper kennen, sind Ihre Erlösung. Durch Vernichtung.
Shepard. Es wird bei Ihnen zur Gewohnheit, mich mehr als nur Zeit und Geld zu kosten. Tut mir leid, aber ich kann Sie kaum noch hören. Die Verbindung ist voller Müll. Strapazieren Sie nicht meine Geduld. Die Technologie der Basis hätte die Dominanz der Menschen über die Galaxie gesichert. Gegen die Reaper und darüber hinaus. Dominanz der Menschen oder nur von Cerberus? Wenn Cerberus stark ist, ist auch jeder Mensch stark. Cerberus ist die Menschheit. Ich hätte wissen müssen, dass Sie an unangenehmen Entscheidungen ersticken würden. Zu viel Idealismus von Anfang an. Ich weiß, was Sie sind und was es kostet, mit Ihnen zu tun zu haben. Ab jetzt machen wir alles auf meine Art. Der Vorbote kommt und er wird nicht alleine sein. Ich werde dafür sorgen, dass wir bereit sind, wenn Sie eintreffen. Sie können mitmachen oder beiseite treten, aber stellen Sie sich mir nicht in den Weg. Sind Sie sicher, dass Sie das wirklich wollen? Sie gehen da ein enormes Risiko ein, Shepard. Joker, Kanal abschalten.